So, jetzt herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Fallout London hier bei mir auf dem Kanal. Und ja, in der letzten Folge haben wir die Lieutenants zu Ende gemacht. Die Vagabund-Lieutenants haben wir befriedigt dahingehend, dass wir jetzt gut angesehen sind. Aber wir haben herausgefunden, dass Sid verstoßen wurde. Dass Sid, den wir immer die ganze Zeit Schreiben beigebracht haben und immer die Bücher geholt haben und alles, der wurde verstoßen. Angeblich, weil wir seinen Geist vergiftet haben. Und jetzt möchte ich den ganz finden in der Folge. Und wir suchen den jetzt. Und fragen mal, was dem... Der ist in Bromley irgendwo. Das ist hier unten. Wir könnten da hinlaufen mal. Aber das ist immer so eine Sache bei Fallout London. Ich mache eine Schnellreise, komm. Ich reise schnell hin, dann reden wir schnell mit dem. Weil ich würde gerne in der Folge auch noch nach Hause, also zum Flughafen. Und würde da gerne mal meine Ausrüstung überprüfen. In aller Ruhe. Entweder machen wir das jetzt in der Folge gleich zusammen oder wir machen das am Ende der Folge. Ich mache das dann übergreifend zur nächsten Folge dann. Über Ausrüstung überprüfen, ein bisschen mal Zeug rausschmeißen. Waffen mal schnell überprüfen. Wir haben in der letzten Folge schon ein bisschen gelevelt. Und ich denke mal, dass wir dann uns ein bisschen anpassen an die höheren Schwierigkeitsgrad jetzt. Und dann werden wir unseren Weg fortsetzen. Wir sind mittlerweile schon bei 92 oder 93 Folgen oder das ist 94 Folgen. Also... Es sind 200 Questen ungefähr und ich kann immer so grob rechnen, eine Folge pro Quest. Also ich vermute mal, dass wir so bei 200 Folgen rauskommen. Grob. Also ich hoffe, dass wir es früher schaffen, schneller schaffen, weil das ist echt ein Brecher schon wieder. Aber es ist immer das Spiel, ne? Ich kann es nicht ändern. Und wir werden nicht alle Questen schaffen, das ist ganz klar. Und wir werden nicht auf 100% Platin irgendwas spielen, das ist auch ganz klar. Aber wir wollen natürlich das Spiel so weit, so gut abbilden, dass es, wie es irgendwie geht, in unserem, in unserem Aktionsradius. So ist die Schnellreise, dauert länger als gedacht, aber ich mache mal kurz einen Schnitt an der Stelle. So, Ankunft Bromley im Regen. London ist natürlich bekannt für seinen Regen, also England, beziehungsweise seine hohe Regenwahrscheinlichkeit. So, in die Richtung müssen wir. 63 Meter, wir müssen Sid finden und ich hoffe, der ist noch nicht tot. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das hätten irgendwie anders lösen können. Das ist halt die Frage, die man sich stellen muss. Ob wir ihm hätte halt davon abraten sollen mit dem Schreiben. Ich weiß, dass er Gaunt die ganze Zeit was gegen das Geschreibe hatte. Weil er angeblich die Leute aufwiegeln würde. Ey, Sid. Sabertooth, Sid. Geht es dir gut? Ich kann nicht glauben, dass Gaunt dir das angetan hat. Well, that's okay. What matters is you try. That's the dilemma you have to accept. But listen, I'm glad to see you before I set off. Los, fahr, wo willst du hin? Yeah, I've been doing some thinking. You helped me a lot, and now it's time I try to help others. I've decided I want to be a wayfarer like you. No more Bromley for me. I'm off to explore the rest of Old Blighty. Maybe I'll survive and... Maybe I won't. But either way, I'll be living here. This is my last bit of writing before I hit the road. I'd like you to have it. Take care of yourself, young pup. There's a hard world out there, but people like you make it better. Boah, ich bin ja gerührt. Danke, Sid, mein Freund. Wir machen die Welt besser, das stimmt. Wir machen wirklich die Welt besser, hier bei Fallout London zumindestens. Ein kleines Stück, ein kleines bisschen. Und manchmal hoffe ich zumindest, dass ich mit unserem Let's Plays oder dass wir jetzt hier mit unseren, mit dem Getue, was wir hier machen, so, ne, dass wir damit auch die Welt für den einen oder anderen etwas, ein kleines bisschen heller machen können. Zumindest nicht unbedingt besser. Das schafft Let's Playing nicht oder das schafft Unterhaltung nicht. Aber ich hoffe, wir können jemanden unterhalten und wir können dabei die Welt für irgendjemanden ein kleines bisschen heller machen. Weil ich selbst persönlich habe auch schon in dunklen Zeiten gesessen. Und da hat mir das ein oder andere Let's Play hat mir an der Stelle dann wirklich geholfen, muss ich sagen. Also nicht die
nicht mein Dilemma oder meine Gedanken zu kontrollieren oder zu umgehen oder. Aber zumindest, ja, hast du für einen kurzen Moment das Gefühl gehabt, dass es weitergehen kann. Das hat wirklich ein Let's Plays, ja, Let's Plays hat das wirklich gemacht für mich. Muss ich sagen. Ich kann das mal ganz offen aussagen. Das war der Kronk damals mit Minecraft, mit dem Minecraft Let's Play. Ich habe da wirklich an schlechten Zeiten. Ich habe wirklich schlechte Zeiten mental hinter mir. Und da hat der Kronk mir wirklich geholfen in der Tat. Muss ich sagen. Also Hut ab von dem Mann an sich. Und da hat mir viel gegeben damals. Und das war auch einer der Gründe, warum ich selbst damit angefangen habe, Let's Plays zu machen. Schlussendlich. Aber das steht auf einem anderen Platz, möchte ich jetzt gar nicht so weit ausführen. Ich wollte jetzt nur mal ganz kurz darüber reden, um was es bedeutet, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen oder ein kleines bisschen heller zu machen. Als ich ein Junge war, las mir meine Mutter ein Buch mit dem Titel Das Dilemma der Taube vor. Es ging um diesen Vogel, der versuchte, seinem tierischen Freund zu helfen, aber seine Finger bewegten sich auf einer Weise, die er nicht erwartet hatte. Ich dachte immer, ich wäre dieser Vogel, der versuchte, die Welt um mich herum zu verändern. Und Nuffin lief so, wie es sollte. Und ach so, Nuffin, also nothing, also nichts lief so, wie es wollte. Ich wollte nur, dass die Finger meinen Weg gehen. Aber jetzt sehe ich, dass ich nicht der Vogel war. Ich war die Maus, die immer wieder im selben Labyrinth stecken blieb. Oder das Nilpferd, das seinen eigenen Hintern nicht sehen konnte. Zusammengefasst war ich sogar die Katze, die den Vogel wehtat, wenn er versuchte zu helfen. Meine Mutter war eine Taube, sie versuchte mir zu helfen, mich richtig zu erziehen. Mein Vater hat sie immer geschlagen und ich habe mich darüber geärgert. Er war eine Katze, mein Vater, und er versuchte mich zu einer Katze zu machen. So wie er. Und das war ich auch. Eine lange Zeit, aber plötzlich trat eine andere Taube in mein Leben. Sie half mir, das Lesen und sogar den Ritus zu lernen. Sie gab mir einen Gipfel, den ich noch nie zuvor erlebt hatte. Eine Stimme. Sie sind der echte Freund. Und jetzt, wo ich eine Stimme habe, möchte ich keine Katze mehr sein. Ich möchte auch eine Taube sein. Ich möchte den Menschen helfen, auch wenn es weh tut, es zu versuchen. Es ist Zeit für den alten Zit, ein neues Kapitel im Leben zu beginnen. Drehen Sie ein neues Blatt um. Vielleicht ist es noch nicht zu spät für mich, die Welt etwas Gutes zu tun. Erinnerung von Zit, abgeschlossen. Also, neues Kapitel hinzugefügt. Also jetzt im Nachhinein, haben wir uns komplett richtig entschieden. Also, sorry, wir haben es komplett richtig entschieden. Wir haben dem Sid einen neuen Weg gezeigt und den richtigen Weg. Anderen zu helfen in so einer Apokalypse, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und jetzt ist das Glas her. Und das war eine gute Sache. Das war eine gute Quest. Wir haben uns gut entschieden und haben da gut geregelt. Und da möchte ich gar nicht anders drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Sehr gut. Wir haben Sid abgeschlossen. Das war auch noch ein Pläsier für mich. Also den noch Erinnerung an Sid. So. So, ich habe jetzt mal schnell die Questen eingetragen in meinen Questlogs. Das habt ihr gar nicht gemerkt. Ich habe einen kleinen Schnitt gemacht an der Stelle. Wir sind jetzt bei, müsste ich nachgucken, 53 Questen abgeschlossen, 55 Questen aktiv oder sowas. Also es passt genau. Sozusagen. Wir haben jetzt hier natürlich ein bisschen offenes Zeug noch hier. Die Zellen, die würde ich jetzt nicht aktiv suchen. Einrichtung muss man jetzt auch nicht besuchen. Entkomme aus dem Labyrinth. Ich glaube, da hat er nur nicht mitgekriegt, dass wir schon raus sind. Finde irgend so ein Buch. Das könnte ich mal aktivieren. Mal gucken, wo das ist. Das ist in... Oh, das ist sogar hier in... Finde Prosperos Buch. Prosperos Buch. London Eye. Da können wir eigentlich mal zum London Eye reisen, mal fragen, wie es. Das können wir eigentlich machen. Komm, wir machen das. Ich reise mal zum London Eye. Dann gehen wir schnell mal rein. Und fragen mal, ob was da jetzt passiert ist.
Oder vielleicht haben sie es ja doch noch hingekriegt, dass es eingestürzt ist, ich weiß es nicht. Und dann geht man das Prosperus Buch suchen und dann geht man das ab. Ich weiß nicht, wer das haben wollte, das Buch. Das ist zu lange her. Aber wir müssen auch mal gucken, dass wir diese Nebenquests ein bisschen abschließen. Und dann am Ende von der Folge reisen wir zurück ins Lager und dann werde ich dann über Nacht sozusagen, werde ich dann mal eine kleine Reparaturaktion einführen und ein bisschen Zeug ablegen. Aber die Schnellreise dauert schon länger, als ich gedacht habe. So, Schnellreise vorbei. London Eye scheint noch zu stehen. Hier ist der Händler. Wir gehen mal schnell rein. Ding, ding, klingt dieser Big Ben. Ging das nicht hier irgendwo rein, sag mal? Ich dachte schon. Vielleicht kann man das sogar einnehmen als Stützpunkt. Ich würde nur noch einmal mit diesem Chef sprechen von denen. Aber ohne den Weg jetzt zu kennen und ohne den zu finden, ohne zu wissen, ohne Marker, ist es schwierig, glaube ich. Das sind nur Einwohner, also die haben keine Quest. Es ging doch hier irgendwo rein und dann ging es halt immer links, links, links und dann warst du drinnen. Oder ging das aus hier hoch? Die Tür ist zu. Ja, ich glaube, das wird jetzt so nichts. Da geht die Brücke hoch. Ah, da komme ich rüber nach Westminster, wie es aussieht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe es echt nicht. Ich weiß nicht, den ganzen London Eye hochlaufen, ehrlich gesagt. Hier ist ein Fahrstuhl. Ah. Das ist ja cool. Wow. Oha. Hier hätte ich vielleicht die Bombe damals platzieren müssen, so wie es aussieht. Uranium, irgendwas. Oh. Eine Schallplatte. London Eye. Sie haben ein Exemplar von London Eye von Ika Tonka gesammelt. Geil. Ah, hier oben ist ein Loot Crate gewesen. Okay, das, also manchmal lohnt es sich einfach mal ein bisschen hier abzulaufen auch, ne? Das Zeug. Ach, mein Ohr juckt. Brauch ein neues Ohr. Sehr gut. Wir haben eine Schallplatte. Die sind ja relativ selten. Das sind Sammelobjekte. Und wir haben eine coole Waffe gekriegt. Okay. Was soll mir für einen Moment aus mal reichen? Ich weiß nicht. Ich würde gerne mal mit dem Chef von der ganzen... von dem ganzen Ambiente hier sprechen. Ach, da ist er doch fauler. Okay, hat nichts mehr zu sagen. Oh, Giddy Buttercup. Also fauler hat nichts mehr zu sagen, sozusagen jetzt. Und das ist alles Taco für mich. Hier könnte ich noch Shit verkaufen. Gwendoline. Sweet Sweet Gwendoline. Lass mal sehen, was du so hast. Ja. Ich
weiß jetzt nicht, welche Munition wir unbedingt noch bräuchten. Ja, da haben wir nicht viel Kohle. Ach komm, wir lassen's. Vielleicht später. Danke. Das kann ich dann alles zu Hause machen. Wir haben ja auch Händler aufgestellt. Von daher. Naja, das ist halt, ich weiß jetzt nicht genau, was ich verkaufen kann und was nicht. Und deswegen lasse ich das jetzt mal sein jetzt. So, jetzt versuchen wir mal unseren Weg zu machen. London Eye. Es war natürlich mal eine coole Rückkehr jetzt. Und wir haben noch ordentlich was gekriegt dafür. Ja. Ich denke mal, da kannst du doch einfach beantragen, dass du die siehst, oder die Queen. Ich weiß es nicht. Bin ja nicht so konform bei Queen. So, da hat mein Telefon geklingelt. Ich weiß nicht, ob er den Schnitt mitgekriegt hat. Da muss ich kurz rangehen. Ich will es ja nicht für euch verheimlichen. So, hier geht es nicht weiter. Das stimmt. Über interessante Gebäude, das ist schon recht. Aber interessant wäre noch, wie wir dahin kommen. Zu dem Buch. Da ist zu auf jeden Fall. Also kommt da nicht durch. Wir können höchstens über die Brücke versuchen. Das ist natürlich jetzt wieder so ein Rumgeeier jetzt hier in London. So soll ich das Let's Play nennen? Rumgeeier in London. Das ist extrem scheiße. Teilweise. Die Wegfindung. Ja, ist noch. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Irgendwo links. Da ist. 63 Meter. Wir können uns mal hier langlaufen kurz. Und gucken, dass wir irgendwo nach links. Industrieller. Was hat er für ein Problem? Er ist rot auf jeden Fall. Hier ein Fallout London, Fallout 4 Bild. Kraftwerk Bankside. Ticket, Munition, Brennstoff. Spike Rüstung. Ich kann das Ganze behalten, den Schrott. Nein, mir will hier keiner. 36 Meter. Meter. 17 Meter. An dem Gebäude, da scheint mir das so. Wir sind natürlich jetzt am Rumsuchen, ne? Das darf man natürlich nicht ganz vergessen. Nicht ganz außer Acht lassen. Dass wir nicht den Weg genau kennen. Ah, das sieht cool aus. Das sieht aus wie ein Stützpunkt oder irgendwas. Das sieht extrem gut aus. Okay, da sitzen Tommys rum. Shakespeare's Globus. Ah, hier ist Kultur noch groß geschrieben. Ah, da ist es. Prosperus Buch. Hinweis für den Inhaber. Dieses Buch ist ein altes Requisit aus Shakespeare's Globe Theater. Für die Produktion von Dr. Sturm geschaffen wurde. Es hält keine echte Magie oder Zaubersprüche und ist nur für den derartigen Gebrauch gedacht. Gebrauchsanweisung. Versuchen Sie nicht Zauberspruch zu wirken, versuchen Sie dieses Buch für verwendete echte Magie, wird zum Scheitern und möglicherweise zur Lächerlichkeit führen. Handhabung, gehen Sie mit dem Feierlichkeit, mit der Feierlichkeit vor, die sich für einen Zauberer gehört, aber denken Sie daran, es dient nur zur Show. Lesen, fühlen Sie sich frei, die Seiten durchzublättern, und aber erwarten Sie nicht, dass Sie etwas Interessantes finden. Abgeschlossen. Findet das Buch. Gibt das Buch an Reezy. Kommandomesser. Hm. Okay.
Homies, join today. Der Typ sagt nichts für uns, ne? Vielleicht hat er es nicht mitgekriegt, dass wir am Klauen waren hier gerade. Hier gibt es auch nichts zu kaufen gerade. So, dann lass mal kurz gucken, wo dieser Reese oder das Reese ist. Der ist, oder die ist. An Crichton, alles klar. Crichton ist cool. Auf jeden Fall. In Crichton ist die. Da reißen wir schnell ab und machen das schnell da. Keine Ahnung. Das dauert ja nicht so lange und dann reisen wir direkt jetzt dann, nachdem wir es abgegeben haben, das Buch, gehen wir dann zum Flughafen zurück. Dann werden wir schön ablegen. Und dann ist Schluss für heute. Und ich kann in Ruhe zwischen den Folgen jetzt mal aufräumen, mein Inventar und so weiter. Und dann mal gucken, was ich noch alles upgraden kann. Das zeige ich euch natürlich dann, was ich geupgradet habe. Und vielleicht machen wir das auch noch zusammen. Kommt an, wie lange das jetzt hier dauert. Ich mache einen kleinen Schnitt für die Schnellreise. So. Da bin ich mal gespannt, ob ich gespannt bin. Warte, was ist hier für eine Party? Ey, ey. Ah, ich habe hier noch einiges zu tun. Ey, Reese. Yes. Hier über das Buch. Ich habe das Buch. Oh, Fruchtkriegsgeld. Na super. Über das Buch. Nee. Auf Wiedersehen. Okay. Schnell weg hier. Es ist extrem laut. Und da oben ist die absolute Party im Gange. Damit wir nichts zu tun haben. Mit der komischen Party, die da oben feiern. Die Typen habe ich alle noch nicht umbenannt. Wir müssen hier nochmal alles durchgucken in Ruhe. Aber nicht jetzt. Nicht heute und nicht jetzt. Wir reisen jetzt. Wir machen das benutzte Video weg. Und wir reisen jetzt nach Bromley, in den Flughafen. Und da werden wir uns ein kleines Päuschen gönnen, sozusagen. Ein kleines Päuschen. Und dort. Da werde ich mich dann jetzt um die Ausrüstung kümmern. Genau das wollte ich machen. Und jetzt mache einen kleinen Schnitt für die Schnellreise. Es dauert länger, als ich gedacht habe. So, Mist. So, und dann sind wir schon angekommen am Flughafen. Unserem alten, guten, alten Flughafen. Und da gibt es auch noch ein bisschen was zu tun. Hier haben wir die Mauer drum gezogen. Also unser Sicherheitsgebiet sozusagen. Was schießen die? Ja, die machen das schon. Tschüss, Kira. Hier gibt es natürlich einiges noch zu tun. Ich will noch ein paar Gebäude aufstellen und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles noch im Making sozusagen. Hier gibt es auch noch einiges zu tun. Ich wollte so einen Mini-Marktplatz in der Mitte haben. So ein bisschen überdacht alles. Vielleicht ein bisschen was zum Sitzen. Also ich würde da gar nicht so einen Stress machen. Warum machen die so einen Stress? Was schießen die da? Jetzt voll der Angriff im Gange. Hey.
Okay. Das ist mal eine gute Übung. Blocken, schlagen. Das ist Killer Combat Klamotte. Oh, ich kann nicht mehr laufen. Shit. Wo kann ich nicht mehr laufen? 32er Pistolen, 8 Stück habe ich davon. Okay. Was wiegt denn da eine? 3,60. Wenn ich eine wegschmeiße. Aber da kann man, das kann man mir verzeihen. Ich dachte, wir sind durch. Ich habe keine Schüsse mehr gehört. Nur die Tickets nehme ich mit. Okay, cool. Ist ja irgendwas im Gange oder was? Weiß ich nicht. Ist da irgendwie bei Gordon Stress? Aber gut, dass hier die Verteidigung so gut funktioniert hat. Ist noch nicht ganz auf dem On Vogue, auf dem Höhepunkt der Zeit, die Verteidigung. Aber wir sind da natürlich noch am Arbeiten dran. Der Händler ist gerade nicht aktiv. Jetzt können wir die 8 Waffen verkaufen und so weiter. Schön. Hat es geklappt. Dann erstmal jetzt hier Transfer. Und dann erstmal den gesamten Schrott lagern. Dann sieht es schon viel besser aus hier. Und Rüstungswerkbank. Das ist einiges. Ich muss noch ein bisschen was ablegen. Warte mal, bevor ich jetzt anfange mit zu rumschrubbeln. Ich wollte ja noch was in die Kiste legen, jetzt hier. Und zwar wollte ich in die Kiste legen, Outfit. Eleganter Hut. Ich glaube, da haben wir schon, tun wir mal einen weg. Fußballkit brauchen wir nicht. Wir brauchen das Syndikat-Outfit, können wir mal eins weglegen. Den Prowler haben wir noch. Kindersmoking lege ich mal weg. Die Ledersachen verkaufen wir dann alle. Melone. Nadelstreifen. Sommeroutfit für Kinder. Tue ich mal weg. Hier die Söldneruniform. So, da sieht es schon besser aus. So, und wo hat man denn diese Kiste mit den... Das ist alles so durcheinander, Mann. Ich muss da, glaube ich, mal einen Tag einlegen, wo ich die Scheiße mal hier sortiere. Ich muss ein paar Schränke aufstellen. Das mache ich aber offscreen. Das ist alles, da muss ich erstmal in Ruhe drüber nachdenken. Dann kann ich auch nicht reden dabei. Deswegen mache ich das offscreen. Wir schmeißen das mal hier rein. Hier, das Killers Combat rechtes Bein. Gedämpft, vernietet, gepolstert, behandelt. Ich packe es nur rein, was irgendwie sinnig aussieht. Ja, den Rest können wir jetzt zerlegen, von mir aus. So, das weg. Kommt ein, ja, kommt ein bisschen Stahl raus. Das finde ich ganz cool. Stahl kann man gebrauchen. So, und da haben wir nämlich alles los, soweit. Jetzt mal. Können wir nochmal reingucken ins Inventar, kurz bei Bekleidung. Das Fußballkit kann man nicht zerlegen. Ich schmeiß das jetzt hier rein, den Rest. So, mehr kriege ich, konnte ich nicht zerlegen. Und weiß ich nicht, vielleicht nehmen sich das die Leute raus. Wir müssten da so eine Kiste machen, so eine Sammelsurium-Kiste. Also ich weiß, dass die bei Fallout 4 nehmen sich die Sachen raus aus der Dings.
So, ich würde gerne mal schnell erstmal hier Transfer. Das Ganze hat einen Schrottler. Wir haben ein bisschen Schrott dazugekriegt, dadurch, dass wir das abgelegt haben alles. Und jetzt wollen wir noch ein paar Waffen ablegen. Antimaterie-Sepp-Pistole. Das ist natürlich interessant. Ne? Auch Pistolen, weiß ich nicht. 72 Elektroschaden, Dingsschaden und noch. Also der macht mehrere Schadenssorten. Das Scharfschützengewehr würde ich gerne mal ausprobieren. Das kostet ja mal alles so einen Haufen Dings dann. Schrotflinte, Machete brauche ich eigentlich nicht. Da könnte ich mal eine reinlegen. Schrack, das zerlegt mal alles. Das legt mal auch alles. Das ist das Gewehr, woran Dings gearbeitet hat. Macht 32 Elektroschaden, sonst nichts. Nur Elektroschaden. Das ist wahrscheinlich nicht gegen alles gut. Wir legen es mal hier rein. Ich brauch's nicht. Betonforscherkammer, 95 Damage macht er grundsätzlich schon. Mal gucken, ob wir den Verarbeit verbessern können. Präzision, konvertiertes Scharfschützen, irgendwas Gewehr. Das brauche ich eigentlich nicht. Kompensiert kraftvoll. Taktische automatische Waffen. Okay, das reicht mir. Den Rest soll ich erstmal jetzt zerlegen. Das weiß ich halt nicht. Das behalte ich nochmal. Kommandomesser brauche ich eigentlich jetzt auch nicht. Doppelläufige. Davon haben wir, glaube ich, auch noch eins in der Kiste. Machete. Habe ich eine in die Kiste geschmissen für Notfall, falls wir uns eine Machete aufbauen wollen. Können wir das tun? Spionagepistole finde ich geil, aber der hat zu wenig Damage, die Spionagepistole. Ich weiß nicht, ob man den auch aufbauen kann. Betonvorschlaghammer will ich mir kurz angucken, ob ich den verbessern kann. Hier das Scharfschützengewehr, das ist Schrott. Kompensiert, Schrotflinte. Hier taktisch, automatisch, weg. Stecherabzug, weg. Stecherabzug, weg. So, da haben wir erstmal grob drüber weggearbeitet. Und jetzt mal Spionagepistole ändern. Was kann ich machen? Standardverschluss. Mächtiger, verbesserter Verschluss. Oh, ich kann bis hoch machen. Schaden auf 31. Hier macht 18. Hier gehen wir mit Schaden auf 31, würde ich damit gehen. Und ist gar nicht so teuer. Wir haben ja eigentlich genug, das. Und erhöht sogar noch die Schussrate und den Wert. Für mich macht das mal. Ich finde die gut irgendwie. Ich weiß auch nicht. Schallgedämpft haben wir schon. Visierung könnte man natürlich ein Leuchtpunktvisier drauf bauen. Aber können wir auch lassen. Magazin, großes Schnelllademagazin. Standardmagazin. Hat, steht nicht da, wie viel Schuss, ne? Nochmal großes Schnelllademagazin. Ja, vielleicht. Kann ich die noch umbenennen jetzt hier? Jo, Spionagepistole. Dann schreibe ich einfach mal ein Hashtag E davor. Dann weiß ich, ah, die habe ich verändert. Das ist unsere. Nicht, dass wir die verkaufen oder irgendwas. Die sieben Pistolen hier würde ich gerne zerlegen. Wir hätten natürlich auch verkaufen können. Aber ich. Wir haben, glaube ich. Also, wir haben nicht genug Geld, aber 5000 haben wir jetzt auch auf der Kante und. Am Ende weiß ich nicht, ob wir das noch so oft brauchen, das Geld. Das habe ich keine Ahnung. So, wir wollen noch mal kurz gucken, den Forscherkammer, was ich da noch verändern kann dran. Metallgriff. Schaden, 120 Schaden, 123 Schaden. Ich muss ganz kurz mal gucken, was unser Dings jetzt so macht. Unsere Nahkampfwaffe. Hier, 145 Schaden, also das lohnt sich nicht. Dann würde ich den jetzt zerlegen, weil den finde ich eklig, ehrlich gesagt, das ist Beton. Kann mir nicht vorstellen, dass es das irgendwie was bringt. Hier weicher Griff, dann würde er auf 100. Ja, Metallgriff, weicher Griff aus Metall würde dann auch noch den Schaden erhöhen. Und dann nochmal einen Schaden erhöhen. Aber ich komme niemals auf 145, wie das jetzt unseres ist. 117, 120, 123. Und hier gibt es auch keine anderen Sachen, die ich draufziehen kann. Also weg damit, komm. Wir finden den auch wieder. So, Dienstgewehr kraftvoll. Wir können uns das mal angucken. Powerful Receiver. Wir haben Damage 48 aktuell. Full Stock.
Achten wir, das ist noch Advance Electric 37. Advance, da fehlt uns noch Waffenfreak. Rang 4 fehlt uns da. Kalibriert. Auf 55. Ich mach das mal, weil wir den andauernd benutzen aktuell, die Waffe. Und ich hätte gern ein Dings, ehrlich gesagt. Das Visier ist gut, das gefällt mir. Volle Kugel, halbe Kugel. Schnelleres Nachladen, lädt nur die Hälfte des internen Magazins nach, 5 Schuss. Langsameres Nachladen, vollständige Nachladung des internen Magazins, 10 Schuss. Mach ich mal. Das erhöht die Reichweite. Extended Barrel. Suppressed Barrel. Das ist mit Dings, ne? Mit Schalldämpfer. Warum ist denn das so kurz? Sieht ja bescheuert aus, oder? Können wir das mal ausprobieren? Kleber, Schrauben, Stahl. Davon haben wir von allem genug. Ich mach das mal. Ich will mir das mal angucken. Wenn das ja auch so kurz ist, dann... Ja, geht eigentlich, ne? Capital of Blighty, this. What a mess. Da gibt es bestimmt sicherlich auch noch was Besseres, was wir da bauen können, was wir da machen können. Da bin ich mir sicher. Aber im Moment habe ich nichts Besseres. Was wir aber noch machen können, wir können bei dem Dienstgewehr schallgedämpft, kraftvoll, kalibriert, bla bla. Können wir mal ein E davor schreiben. Was wir wissen, ah, alles klar. Muss mal hier was weglöschen, das ist zu viel. Kraft. Müssen wir alles weglöschen einfach. Das sind zu viele Zeichen. Ja. Nur für einen Moment machen wir das mal so Antimatter. Das probieren wir uns noch aus. Das Ding ist Scamander, Scaramander-Manga. Das Ding ist echt geil, aber da kann ich nichts drauf machen. Ne? Offene Visierung, Leuchtvisierung. Können wir mal drauf basteln. Weiß nicht, was das bringt. Vergoldet. Kalibriert. Standard, vergoldet 120. Okay. Nee, ich kann da nichts dran machen. The Clash. Das ist die einzige Waffe, die zählt. Da kann ich natürlich noch Powerful drauf bauen. Da können wir noch mit Schaden hochziehen. Aber wir benutzen die eigentlich nie, ne? So, Kompensator, Rail, Glow, irgendwas, bla bla. Am Stab kann ich, glaube ich, nichts machen. Material, ne, Metal Racket. Kompensiert kraftvolle Schrotflinte, die benutze ich fast aber wirklich nie. Und die könnte ich mal hier lassen. Eigentlich. Was zu sagen. So, dann würde ich sagen, lassen wir das an der Stelle erstmal so stehen. Ja. Was ich nochmal kurz. Das ist schon, wir sind schon ziemlich über die Zeit eigentlich. Aber wir machen das jetzt noch schnell zusammen. Helle Barde, ich habe hier irgendwo so ein Dings. Irgendwo habe ich so einen Vorschlaghammer mit. Ach, hier ist der Vorschlaghammer. Und den würde ich gerne mal versuchen, aber uns fehlt, glaube ich, noch die entsprechenden Kenntnisse. Ja, schwer 176 Damage. Ach, guck mal, mit Stacheln auch 176 Damage. Schwer, macht noch Elektroschaden. Noch mehr Elektroschaden. Wir können das Ding jetzt umbauen. 176 Schaden, langsam. Das machen wir. Yeah. Viele Stacheln, Vorschlaghammer. Material. So, warte mal, abbrechen. Ich würde ihn auch umbenennen. Und zwar mit T. Und zwar mit T. Machen wir mal Hashtag E. Der Hammer. Verstehst du? Weil es der Hammer ist. Exit.
Und dann würde ich nämlich die Axt in den Ruhestand schicken, weil die Hämmer sind einfach geil bei Fallout schon immer gewesen. Ja, Mann. Das wird was. Auf jeden Fall. Machen wir das nämlich so, mit Q auf den Hammer-Slot. Und dann schicken wir jetzt unsere Waffe in Ruhestand. Die schmeißen wir erstmal hier rein. Ja, ins gute Dienste geliefert. Ziemlich lange von der Quest von Gordo. Das ist ja, keine Ahnung, mindestens mal 50 Folgen her. So lange haben wir die Nahkampfwaffe. Aber ich muss sagen, ich benutze die ziemlich selten. Normalerweise habe ich Nahkampfwaffe immer sehr gern gehabt. Aber im Moment hier bei Fallout London versuche ich immer mehr alles auf der Distanz zu machen. Ja, 145, wir machen halt mehr Schaden mit dem Ding, ne? Und die Schrotflinte, ich würde sie, glaube ich, ablegen fast. Wo die gut Schaden macht, aber irgendwie treffe ich damit nichts. Ich weiß nicht, was damit ist. Ich leg die ab. Cocktail weg. Das Scharfschützengewehr testen wir noch aus. Elektroschaden. Hashtag. Mollys brauche ich nicht. TNT reicht, wenn wir eins dabei haben. Und die restlichen Sachen behalten wir jetzt einfach mal. Die Klamotten ist auch klar. Soweit. Wir werden jetzt noch ein bisschen essen, könnte man auch noch ablegen. Verschiedenes. Das sind diese ganzen ID-Sachen. Aber die wiegen, glaube ich, nichts. Hier ist der Schrott. Den würde ich da gerne noch hier ablegen. Und da haben wir nämlich hier ordentlich Gewicht gespart. Und wir werden jetzt noch ein bisschen kochen gleich. Achso, ne, wir wollen ja unsere Rüstung noch umbauen. Jetzt haben wir es doch zusammen gemacht, dann wollte ich eigentlich nicht. Kann ich jetzt hier was noch upgraden? Ja, Mikrofaser, Mikrofaser, Kohlenstoff. Und dann kommt noch Nanofaser, das ist dann bei Stufe 4 Waffenschmied. Stufe 3 haben wir jetzt gerade. Also Mikrofaser mit Taschen. Zusätzliche Taschen. Oh, geil. Das mache ich. Also tief, mit tiefen Taschen. Oh, geil. Gussharz, Wechsel, Mikrofaser. Oh, da fehlt uns Fiberglas. Nein, scheiße. Taschen. Zusätzliche Taschen machen wir wenigstens dran. Dann müssen wir mal gucken, wo wir die Fiberglas herkriegen. Das ist natürlich ärgerlich jetzt, ne? Lass mal kurz gucken. Was wir jetzt tragen können. 480. 450 war vorher, ne? Ja. Verkleidung angezogen. Haben wir noch tiefe Taschen, tiefe Taschen, tiefe Taschen. Hier haben wir schon ein Mikro. Wir müssen jetzt noch müssen Fiberglas finden. Keine Ahnung, wo wir das herkriegen. Ah, das müssen wir auf jeden Fall, kann ich das herstellen in der Chemiestation vielleicht irgendwie aus Glas und Fieber? Lustig. Ja, Kühlflüssigkeit, Minen, Granatenheilung. Oh hier, Red Away. Stimpak. Ja, hätte ich das vorher gewusst. Ich kann auch zwei herstellen. Ich mache alle. Es bringt ja nichts, wenn das in der Kiste liegt hier. Und Red Away dasselbe. Und noch mehr Stimpaks. Geil. Haben wir ordentlich wieder Zeug aufgefüllt. Und jetzt noch kochen. Wir müssen uns Zwiebelglas besorgen fürs nächste Mal. Das ist ja krass. Braten. So. Alles, was irgendwie geht. Mach mal auch. So, da haben wir alles gekocht, was ich jetzt gerade aktuell kochen kann. Also das ist gut. Wir haben jetzt größere Taschen, wir haben bessere Waffen. Also in manchen Hinsichten auf jeden Fall.
Und wir haben jetzt ein Ziel. 187. Wir können auch ein bisschen Essen ablegen gleich dann. Aber das soll jetzt nicht euer Problem sein. Gut, dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle. Wir nehmen uns jetzt nochmal einen Red Away. So ein Red Away rin ins Köpfchen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns hier so ein Bett. Und dann wird geschlafen bis zum nächsten Tag, würde ich sagen. 11 Uhr machen wir mal 10 Stunden. Wir gönnen uns mal. Wir haben jetzt viel gearbeitet. Wir haben viele Questen erledigt. Und es wird Zeit, dass wir mal ein Schläfchen machen. Und dann bedanke mich jetzt an der Stelle fürs Zusehen. Wir haben einiges geschafft heute in der Folge und einiges wollte ich allein eigentlich offscreen machen, aber wir haben es zusammen gemacht. Das ist eigentlich auch gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.